Hallo zusammen, ich habe hier einen Wemo 35 GS Gefrierschrank. Das hier ist Standard, nur ein Gefrierschrank. Ich habe beim mechanischen Thermostaten eine Einstellung von minus 10 bis minus 25 Grad. Beim elektronischen Thermostaten, der ist hier drin, der sieht so aus wie der hier. Da kann ich den Kühlschrank oder den Tiefkühler einstellen, von plus 50 bis minus 50 Grad einstellen. Klar macht er die plus 50 Grad, da muss ich heizen drin. Und für minus 50 Grad ist er zu schwach, er reicht so minus 25 Grad. Wir haben als Option hier auch eine stärkere Maschine, dann macht er so minus 35 Grad. Und habe wesentlich die gehörige Gefrierleistung. Der Schrank hat hier einen Standardkompressor BD35 drauf. Als Option gibt es den BD80. Eben mit der dreimal höheren Gefrierleistung. Und das Aggregat ist lose, hat 1,5 Meter Leitung. Auf Wunsch gibt es die Leitung bis zu 10 Meter. Auf Wunsch gibt es Kälte-Mittelkupplungen. Und den gleichen Schrank könnte man oben drauf stellen als Kühlschrank, den 46F. Das ist ein reiner Kühlschrank mit den gleichen Dimensionen. Speziell an diesem Schrank gibt es nichts zu sagen. Wir können den Schrank auch ablegen. Und dann kann ich den als Box verbauen. Das heißt, wir haben dann eine Einbaukühlbox und nebendran das Aggregat. Das Aggregat darf aber nicht so sein, das muss wieder auf den vier Füßen stehen. Also wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, die wir mit diesem Tiefkühler machen können oder eben auch hier als Option ein Kühlschrank. Durch die dicke Isolation, hier von sage und schreibe 5,5 cm, haben wir natürlich einen sehr geringen Stromverbrauch. Gut, ein Kompressor braucht relativ wenig, aber es ist, wenn jemand sehr einen kleinen Stromverbrauch will, wäre das eine Option. Ich mache euch hier einen Link über die Kupplungen. Hier über den gleich großen das gleich große Gehäuse, aber als Kühlschrank, als reiner Kühlschrank. Und hier ein Video über den Digitalthermostaten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.